Moin. Hallo und herzlich willkommen zum Stormseeker Sommerrückblick. Wir sind Olaf und Fabi und wir schauen uns heute mal so ein bisschen an, welche Festivals wir gespielt haben. Da waren ein paar Kracher dabei. Und los geht's mit dem legendären Wave-Gothic-Treffen in Leipzig. Ahoy guys, it's 6 in the morning, sun's out and we're headed to the Wave-Gothic meet. See you there. Das war unser erstes Festival in 2022 und da durften wir tatsächlich das Festival eröffnen im heidnischen Dorf. Ja, und das war warm. Heidnisches Dorf musst du erklären, für die, die es nicht kennen, das WGT findet in der ganzen Stadt. In der ganzen Stadt Leipzig sind einfach unterschiedliche Veranstaltungsstätten und unter anderem gibt es halt dieses Mittelaltermarkt-ähnliche Dorf, was ziemlich cool gemacht ist, mit schönen Ständen, kann man was essen oder weiß ich nicht, sich ein Mittelalter-Poncho kaufen, ich weiß nicht was. Ein Mittelalter-Hemd. Oder eine Rüstung. Oder eine Rüstung. Oder übrigens ziemlich geile Rüstungen, die hatten. Ich war zwischendurch da mal spazieren und hab mir das alles angeguckt. Also ziemlich geile Veranstaltung und wir durften in diesem heidnischen Dorf den Tag eröffnen, was ziemlich geil war. Leider ein bisschen heiß. Ja. Bei gefühlten 40 Grad im Schatten haben die Leute da vor der Bühne gebrutzelt, beziehungsweise ihr. Ich weiß nicht, wenn einer von euch da war, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Ja. Da in der Sonne gebraten zu werden. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr das ausgehalten habt. Das war schon krass. Und ihr habt sogar gerudert für uns. Das war richtig fancy. Ja, das war ein richtig krasser Start für unsere Festivalsaison. Und weiter ging es dann direkt mit dem Hörnerfest im hohen Norden Deutschlands. Und das war eine ganz besondere Erfahrung. Wir hatten nämlich einige Probleme. Es war dann auch bei uns mal soweit, Corona hat uns getroffen und zwar direkt auf dem Festival. Unser Sänger Timothy ist an dem Tag ausgefallen. Und, man muss dazu sagen, wir kommen ja aus dem Rheinland, ne? Beziehungsweise aus dem groben, ein paar von uns kommen aus dem Pott, aber so ungefähr so Richtung NRW. Und dann fährt man da halt so 5-6 Stunden in den hohen Norden und dann kommt die Nachricht von unserem Sänger, nee, das wird nix. Und das war eine ganz schön heftige Nummer. Ja. Haben wir eigentlich Videomaterial davon? Ja, wenn es Videomaterial davon gibt, dann seht ihr das jetzt. Wir haben nämlich kurzerhand improvisiert und der Drummer durfte sich hinsetzen und mal eben das Set singen. Hat er gut gemacht. Hat mehr oder weniger gut funktioniert. Ja, und so haben wir uns dann übers Hörnerfest gerettet. Und zwar auch mit dem krassen Publikum, was da war. Also vielen Dank, falls du da warst. Es war richtig krass. Die Leute haben lauter gesungen als ich. Ja, ihr habt uns richtig krass getragen und einfach mit uns Party gemacht. Und das war ziemlich fett. Ja. Dann ging es auch schon zum Rockharz. Das war im Juli. Ist ein sehr, sehr schönes Festival. Landschaftlich sehr, sehr schön, aber auch echt eine geile Veranstaltung. Durften da auf einer der beiden großen Bühnen-Opener spielen. 11 Uhr morgens oder was? 11 Uhr morgens und der Platz vor der Bühne war voll. Also ihr seid alle aufgestanden und habt euer Katerfrühstück quasi mit uns zelebriert. Ja. Wir waren total geflasht danach. Gab es eigentlich Bier um 11 auch? Ja, ne? Okay. Also haben wir Weintraut benutzt? Ich glaube ja. Stimmt. Danach gab es nämlich noch eine geile Autogrammstunde mit euch. Oh ja. Wo der gute Tim, aka Uga, der schrecklich Durstige, sein Fass Weintraut nochmal ausgepackt hat. Und wir euch mal treffen durften und ein bisschen schnacken und ein bisschen Fotos mit euch machen und sowas. Das war ziemlich cool. Ja, und das Fass ist leer, ne? Das Fass ist natürlich wie immer leer geworden und wir hatten einen guten Tag. Gutes Wetter, das war das Rockharz. War schon Hammer. Ja. Ach ja, und am nächsten Tag haben wir uns noch Quedlinburg angeguckt. Übrigens eine sehr schöne Stadt, sehr empfehlenswert. Wenn ihr noch nicht da wart, warst du auch mit? Nö. Du warst gar nicht mit, ne? Nö. Ja, okay, also Fabi war nicht mit, aber Timo, unsere Mercherin Dani, Paul und Tim haben sich am nächsten Tag noch Quedlinburg angeguckt und haben da noch einen Kaffee getrunken und uns die schöne Altstadt reingezogen. Wenn ihr mal in der Nähe seid, sehr, sehr schöne Stadt, Reiseempfehlung. Gut, und dann kommen wir zum größten Festival, das wir je gespielt haben wahrscheinlich. Probably. Dem Holy Grail of Metal Festivals. Wir waren in Wacken.
Und das war natürlich der absolute Oberhammer. Wir müssen dazu sagen, wir waren bisschen gestresst. Also es war das letzte Ferienwochenende, zumindest in NRW, wo wir ja herkommen, und die Autobahnen waren voll. Und Timo hatte Geburtstag. Es kam so viel zusammen, wir waren richtig gestresst, knapp dran, und dann sind wir angekommen und wir waren einfach nur komplett überwältigt. Also das Festival ist echt mega, es ist riesig, super viele coole Leute, coole Bands. Was da aufgefahren wird, ist echt einfach der Hammer. Das ist halt so, wenn du da ankommst und ihr müsst euch vorstellen, wenn hier quasi, also wenn jetzt hier die Mainstages sind und hier ist quasi das Infield, dann ist ja links davon ist das Artist Village. Das heißt, das ist das quasi, wo wir da angekommen sind. Und du kommst in dieses Artist Village und dann begibst du dich so, dann gibt es so einen kleinen Pfad und so, und dann kommst du auf so eine, das ist so eine Art Tribüne, guckst einfach in dieses Infield und es ist literally einfach ein Meer von Leuten. Ja. Krasse Nummer, krasses Festival. Wir durften dann auf der Wackinger Stage spielen. Ja. Das ist die etwas kleinere, aber inzwischen auch schon ziemlich große Mittelalter/Markt, wie auch immer, Bühne. Ja, und das war geil. Es war richtig geil. Also wir hatten einen kleinen Ozean aus Menschen vor uns, und also wir waren und sind immer noch richtig geflasht davon. Ja. Jo. Danach ging es weiter, und zwar vom hohen Norden einfach mal ganz runter in den Süden von Deutschland. Wir waren auf dem Schlosshof-Festival. Dass du das alles noch so weißt, ey. Ich müsste immer zwischendurch auf so einen Zettel gucken. Aber ja. Ja, auf dem Schlosshof-Festival. War geil. Mit Coppelius und Mr. Hurley und dem Pulveraffen. Und wir hatten eine wahnsinnig gute Zeit da. Grüße an Mr. Hurley, geiler Typ, geile Crew. Es ist ein schönes Festival in so einem kleinen, das ist so eine Art Innenhof. Also dieses Schlosshof-Festival. Ja, achso, ist ja schon der Name. In dem Schlosshof. Genau. Diese kleine Bühne ist so ausgerichtet, dass du auf dieses schöne alte Gebäude guckst, und obendrauf auf dem Schornstein war ein kleines Storchennest. Oh ja. Das war ziemlich süß. Ich weiß gar nicht, ob wir ein Foto oder ein Video haben. Wenn ja, dann seht ihr das natürlich jetzt auch gerade. Ja. Und die haben sich auch nicht vertreiben lassen. Die haben sich nicht vertreiben lassen. 120 dB Pirate Metal auf ihre Ohren, und die haben fröhlich weitergebrütet. Und geklappert, das haben sie auch. Ja, haben quasi mitgemacht. Ja, das war das. Und dann waren wir noch ganz im Osten auf dem Wasserschloss, mal wieder ein Schloss, Klaffenbach. Da waren wir ja schon mit Mono Inc. und durften da mal spielen. Und dieses Mal waren wir da mit den King's Pipers, Schandmaul und Saltatio Mortis. Und auch das war wieder richtig krasses Publikum, super Leute. Falls du da warst, schreib es auf jeden Fall in die Kommentare. Vielen Dank dafür. Waren viele Leute da. Ja. Mindestens 10. Das Tolle ist ja... Keine Ahnung, wie viele Leute das waren. ihr habt ja die Videos gesehen. Ja, das waren so unsere Sommer-Highlights. Ja, wie gesagt, falls du dabei warst, schreib es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Wir freuen uns. Und, oder poste natürlich auch deine Videos und Fotos bei uns auf Social Media. Da freuen wir uns auch immer drüber, was ihr natürlich auch fleißig nach den Veranstaltungen schon gemacht habt. Ja, vielen Dank dafür. Ja, und dann sehen wir uns im Dezember nochmal, am 10.12. auf dem fantastischen Lichterweihnachtsmarkt im Friedenbaumpark in Dortmund. Und da spielen wir zusammen mit Hagefuck und mit Feuerschwanz. Ja. Geil. Dann sagen wir mal tschüss. Tschüssi. Und bis zum nächsten Mal. Hey Leute, am 9.12. kommt endlich Heave Away, die erste Single aus unserem neuen Album Nautic Force, raus. Und um 20 Uhr sehen wir uns dann zur Videopremiere auf YouTube.